dieser wirklich schwierigen Szene zu den Kämpfen hier in den unheimlichen Ruinen. Jep. Ich habe mir gedacht, ich gehe noch mal hier zurück. Und irgendwo muss doch hier noch einer versteckt sein. Das verstehe ich nicht. Aha, da oben. Okay, da haben wir einen kleinen Feuersturm mal den Skelettkämpfer eliminieren. Das haben wir jetzt auch endlich geschafft. Ja, und langes rostiges Schwert. Mhm, vergiftet. Deswegen können sie mich auch immer so gut natzen. Ich war nämlich noch gar nicht hier drinnen. Da will ich doch mal hier nochmal kurz untersuchen, was wir hier drinnen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier noch bestimmt gute Sachen gibt oder auch nichts. Ach, hier, Pfeilpaket. Okay. Gibt es noch? Noch einen Knochenbogen. Und noch eine Essenz. Jawoll. Und noch eine Tür, die machen wir gleich auf. Nachdem wir hier alles abgesucht haben. Und übrigens, in der letzten Folge hat es ein bisschen geruckelt. Ich hatte noch leichte Streitaxt. Noch ein bisschen die über F11 noch eine Sichtweite auf 100% gestellt. Die habe ich natürlich jetzt wieder erheblich zurückgezogen. Ich hoffe, dass das zurückgenommen. Ich hoffe, dass das was bringt. Jetzt sind wir auf dieser Seite. Was ja eigentlich nicht so viel bringt. Deswegen gehen wir wieder zurück. Gucken wir mal, was Prampek macht. Ob er noch da ist. Oder ob er hängen bleibt. Nee, der ist jetzt wieder auf eigene Faust los. Aber wo? Ah, da kommt wieder ein Skelettschütze an. Tja, auf der Suche nach Prampek. Ich habe ihn nicht gefunden, aber nur ein paar alte Sachen. Ein bisschen Lootkram. Aber wo ist Prampek wieder? Ist jetzt doof. Speichern. Hier war ich ja auch noch nicht. Wo ist er hin? Wunderbar. Jetzt weiß er, dass er tot ist. Ach, und hier ist auch wieder ein Raum. Den habe ich auch noch nicht entdeckt. Ja, so ist es. Ne? Ich habe ja auch gewusst, dass ich hier irgendwie komplizierte oder Schwierigkeiten mit der Orientierung habe. Gucken wir mal, was hier in dem... Na, super geil. Das ist wieder hier windig draußen. Okay, jetzt haben wir das. Aha, heiliger Pfeil und 20 Bolzen. Super klasse. Das war gerade eben wieder ein Luftzug. Das Fenster ist aufgeklappt. Soll uns aber nicht stören. Speichern. Wo geht's denn? Ach ja. Hier geht's ja nochmal hoch. Da war ja der Typel. Der Typi. Der untote Warandkrieger. Und noch eine Truhe. Zum Knacken. Oh, ist die lang. Okay, was haben wir denn hier alles? Sprengstoffpfeile, aha, und Eiswelle. Ja, das ist doch cool. Das könnte uns für den Rest der Skelette und untoten Warandkriegern helfen.
die da unten sind, dann werde ich mich dann eben Schnellmodus da hinten begeben. Unten angekommen und eine bessere Rüstung angezogen und Unwetter gezogen. Ich werde mal versuchen, ob ich dann eventuell mit dem Unwetter dann hier ein bisschen was dezimieren kann. Pampek ist ja nicht da. Okay. Und ich bringe das was. Ah, es ruckelt ein bisschen. Oh, da gibt es ja noch jede Menge hier. Okay. Werden wir uns mal wieder hier Schutz verschaffen. Wo sind wir her? Ach, hier sind wir her, wa? Genau, hier hatten wir ja Pampek auch verloren. Schauen wir mal wieder ums Eck, ob da irgendwelche noch auf mich zukommen. Da hinten sind noch welche. Das sieht aus wie Pampek. Okay, da sind noch ein paar Skelettkämpfer. Wüstenraiser. Okay. Was ist denn eigentlich dieser Magier? Der hat mich wohl gar nicht gesehen, wa? Ja, versuchen wir mal von hier unten Skelettkämpfer zu. Na, so weit hoch komme ich wohl nicht, wa? Nee, passt nicht. Wüstenraiser mittendrin, wow. Okay, once again Unwetter. Okay, na, das machen wir wieder äußerst knapp, weil die Dinger ja vergiftet sind. Ein bisschen was gefuttert und nicht umgezogen. Da ist nichts zu holen. Natürlich nichts zu holen. Ich möchte mal wissen, inwieweit ich hier. Ah, da ist wieder einer. Der ist aber regungslos. Was sich hier verbirgt in dem Türmchen. Okay. Da ist wieder einer, der will auf mich. Der hier von hier oben kommt. Und wieder hängen bleibt. Ah. Dann sind sie einen drüber. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das bloß hier? Ein Riesenkonstrukt. Wenn du die ganze Zeit die Schwerter hörst, das macht dich kaputt. Schreibpult, hier könnte ich eben kurz Spruchrollen schreiben. Aber zweiter Magiekreis, Feuerball. Ich habe gemerkt, dass Feuerball bei den Skeletten überhaupt nichts wirkt. Nur Feuersturm, kleiner Feuersturm. Apropos, ja, da ist er. Oh, geht das darüber? Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Auf jeden Fall ist hier was. Oha. Okay. Kommt noch was um eine Ecke? Oh, irgendwie nicht. Geh mal aufladen. Ja, da ist wieder einer. Alles klar. Braucht ihr auch gar nicht irgendwie großartig mit meinem Nahkampfmesser zu. Na, hier, ne? Da ist er. Na, aber er ist auch schon mal hin. Kommen wir erstmal hier in Ruhe uns umgucken. Stopp! Wo? Ach, da, von der Seite kommt. Ach, da ist er. Ah, da sind so gleich noch mehr. Na, gucken wir uns erstmal hier um. Was hier eigentlich alles gibt. Da ist nichts zu holen. Hier kann man sich hinsetzen. Gibt's Bonus? Ach nee, ich sitze hier erstmal bequem mitten im Kampf. Ich glaube, ich sitze das nicht aus. Ah, okay, dann werde ich mal wieder gucken. Erstmal speichere. Dann tun wir mal unseren kleinen Feuersturm mal an. Mir zu.
zu riskant, das will ich hier noch nicht packen. Okay. Ah, die hat mich nicht getroffen. Oh, Glück ist Geschick. Another Tempest, ein anderes Unwetter nochmal. Ah. Das war das. Dann gehen wir nochmal vorsichtshalber hier mal vor. Raus, siehst du, da waren noch welche drinne. Gleich mal hier oben gucken. Aha, da sind ja noch schöne Räumlichkeiten. Wunderbar. Ich glaube, jetzt ist das hier safe. Da geht es auch nochmal hoch. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier alles kriegen. Okay, Pfeil. Blattschütze, bist du denn ein? Ja, du bist ein Schütze, das ist gut. Dann gucken wir doch mal hier im Raum nach. Eine Schnallulle. Eine Schatulle, natürlich. Dann ein goldener Kerzenständer, Mana-Extrakt, ein Silberteller, ein bisschen wertvolles Zeug. So, irgendwie noch was in den Ecken, was hier nicht so sofort auffällt, weil die Textur so verwirrend fürs Auge ist. Nein. Erstmal speichern. So, stand da noch einer? Nee, oder? Da steht einer, aber es ist nur Deko. Aha, nochmal Pfeilpakete mit geschärften Pfeilen. Oh, ich dachte schon, ich müsste mir welche machen. Aber Feuerpfeile könnte ich nämlich auch noch gut gebrauchen, aber die müsste ich mir wieder an der Werkbank machen. Beim Alchemietisch, naja, sei es drum. Wenn ich... Mal gucken. Wer ist als erstes da? Oh! So, frisch aufgeladen und in der Feststellung, dass es schon 7.02 Uhr ist, werde ich mich mal ein bisschen mit meinem Ziegensack beschäftigen, indem ich mal 12 Stunden schlafe. Wo bist du denn jetzt? Und das werde ich dann halt eben überspringen, bis es wieder dämmert. No? Ist klar. Und schauen wir mal, ob wir den, ach, wie heißt der Magier da um die Ecke, ob wir den nicht eventuell austricksen können. Ja, schade, er hat mich getroffen. Super. Okay. Dann gucken wir, was wir hier haben. Kiste mit verschiedenen Gegenständen, Elixier der Heilung. Und ansonsten haben wir hier noch was. Nein, ein toter Magier, den haben wir gelootet. Gucken wir mal, was mit der Kiste ist. Mit der Kiste. Die müsste eigentlich sofort auffallen. Ja, ich loote erst. Ach ja, da ist er. Hier haben wir erstmal geschärfte Pfeile. Die holen wir erstmal raus. Boah, hab ich geschnitten. Nee. Dann haben wir hier nochmal. Ja, Bolzen brauche ich eigentlich gar nicht. So, ich bin gespannt, was hier in der Kiste drin ist. Okay. 5 Schwefel, 5 Kohle, Quarz, Fässer, Pech, Bergkristall. Na, das ist ja schön. Was ist das? Kokosnuss. Machen wir die auch mal auf. Wieso nicht? Und ich glaube, da oben haben wir noch ein paar Ledersäckchen zu öffnen. Ja. Schön. Ah, ein guter Beutezug hier. Und was haben wir hier noch? Krauttabak, okay. Dann machen wir mal weiter. Und gucken mal, ob wir Krempek. Also ich habe ja immer einen neuen Namen für diesen Ork. Gucken wir, ob wir den irgendwo finden können. Auf dem Weg, in dem wir hier nochmal gut die Katakomben gehen. Gucken, ja, hier waren wir. Ich glaube... Wir haben noch nicht alles richtig. Zum Beispiel hier ist noch ein lecker Extrakt. Hier ist eine Statue. Rostiger Zweihänder. Skelettschütze. Ja. Hier geht es noch irgendwie durch. Achtung.
Na, hier waren wir ja. Hier bin ich hergekommen. Aber da ist ja noch eine Truhe. Skelettschütze nochmal. Alter Bogen. Pfeil. Und hier die Truhe. Die wir jetzt versuchen zu öffnen. Mal schauen. Aha. Aha. Super. Oh, was haben wir denn jetzt hier für Lust? Oh, sorry. Das war der Kuli. Hoher Rubinbrocken, Lehrbuch der Magie. Oh, das gibt mal wieder Magie-Erfahrung. Lehrbuch der Magie. Öffnen. So, gesucht, gefunden, Lehrbuch der Magie. Ja, magisches Wissen plus 3. Verstehe. Und er versteht's auch gleich. Ehrlich. Ja, dann geht's weiter. Jetzt muss ich mich mal reorientieren. Nicht zu holen. Okay. Auch ich von Tisch, ey. Ist auch noch dunkel. wo geht's denn hier lang? Okay. Ist noch Klamotten? Nicht zu holen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier an Land kommen. Die haben wir auch alles schon gemacht, nicht wahr? Ja, okay, sorry. Wiederhole mich. So, haben wir es eigentlich hier durch oder wie? Oder was? Ich glaube, für den Teil haben wir es durch hier. Ich bin schon ganz gaga. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Und wenn ich was vergessen haben sollte, hier, Schreibpult. Ach, hier. Aha, hier gibt es so eine Brücke rüber. Ich erst noch mal nicht rüber gehen. Ich meine, hier hätten wir noch ein bisschen was zu untersuchen. Ah, siehst du. Okay, das war das mit den Amphoren und jetzt sind wir wieder unten. Okay. Dann gucke ich mal, ob das Licht funktioniert hier draußen. Aha. Draußen funktioniert's. Nur hier in den Gebäuden hier nicht. Doch. Wenn man es draußen anzündet, dann funktioniert es in den Gebäuden. Okay. Weiter damit. Noch einer. Da ist nicht zu holen. Jetzt völlig down. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Super klasse. Weil nämlich noch ein Skelett schütze. Weiß auch nicht, wie viele Feuerstürme ich noch habe. Na, wo bist du? Hier ist nichts. Hier war er, glaube ich. Ich habe zwei Schwerter gehört. Nein, muss das sein? Warum ist das hier so schlimm? Kommen Sie hinterher? Nee. Oh, kann ich abspeichern und essen? Ja, hab auch gleich meinen besseres Anzüglein angezogen.
Mach ihn jetzt. Unwetter starten oder was? Guck mal. Immer schön hochgehen. Man weiß ja nie, was ist. Jetzt bin ich aber völlig überfragt. Ich hab kein Dings mehr. Mist. Kein Feuersturm. Okay, hier liegt noch ein untoten Veterankrieger. Veterankrieger, Warandkrieger. Wo bin ich hier? Ich bin ja... Okay, die werden irgendwo von woanders ausgelöst. Glaube hier, ne? Gucken. Ne, der Platz ist safe. Wo bin ich eigentlich, Leute? Ich hätte mal die Fackel über meinem Kopf nicht anmachen müssen. Das macht einen ja völlig gaga. Ja, ich und Dunkelheit, ich weiß. Obwohl ich früher als Kind und heute überhaupt gar keine Angst im Dunkeln habe. Verstehe ich nicht, warum ich ja so... Okay. Warum ich so orientierungslos bin. Ach, das sind ja... Okay, noch mehr. Mal gucken. Ich sehe ja so... Ich glaub's nicht. Ja, ich sollte doch nicht so pessimistisch sein. Und da kommt natürlich einer mitten in meiner Mampfung rein und... Ja, ja. Jetzt ist keiner mehr gekommen. Aha. Da ist wer. Ach, da hinten in der Ecke. Da ist er hergekommen. Okay. Na. Der mich nicht trifft, dann treffe ich, ne? So. Was ist das? Nicht zu holen. Ein nicht zu holen Typ. Mann, oh Mann, oh Mann. Aufregend, aufregend. Überall ist hier Action. In jeder Ecke ist hier Action. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt schon überall war. Moment mal, wo ist denn eigentlich die Brücke? Ah, hä? Stopp mal. Mhm. Ah, oh, hm. Ja, alles klar, ich weiß es nicht. Ja, oh, gesegnet und geschärft, aber nicht verrostet, doch sehr verrostet sogar. Geht der wieder da rum? Ja, ich weiß. Hier bin ich ja her. Aber trotzdem will ich noch mal gucken, was hier ist. Hab ja Unwetter gewirkt. Okay, der kam hier ums Eck. Erstmal gucken. Hier geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Lieber noch mal abspeichern. Muss natürlich auch davor gewappnet sein, falls mich der Ork trifft. Da sieht in dieser Verkleidung nicht, zu plündern. Nicht wieder. Ach ja, 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 hier ist so ein komisch Teil. Hm. Also falls der freundliche Ork Rampek mich treffen sollte in dieser Gewandung, dann gibt's einen auf die Mütze. Ist klar. Ah, verstehe. Ich bin ja hier reingekommen. Aber ich glaube, ich würde den auch vorher hören. Okay, hier ist noch was. So, dann gehe ich jetzt wieder hoch an die Stelle, wo wir hergekommen sind. Und zwar... ja, da gab es nämlich noch einen Weg. Und zwar hier rum. Dann gucken wir mal weiter. Was ist... Hm? Holzscheibe. Nee, hier war ich noch nicht. Dachte, ich hätte schon wieder den Kreis gezogen hier. Okay, ich muss auf die Zeit achten, weil ich habe wieder ein paar Fehlkämpfe gehabt. Und immer so ein bisschen schätzen. Ich
weiß nicht, als Let's Player muss man in letzter Zeit ziemlich viel kalkulieren. Warum liegen denn hier Holzscheiben rum? Aber dafür kann ich am Schreibpult wieder was schreiben, was mir eigentlich gar nicht so gefällt, weil ich ja noch nicht so viele wunderbare Magiegeschichten habe. Vergessen wieder auf Pause zu entpausen. So, hier gibt es was mit vielen Spinnenweben. Und hier ist wieder so ein Thron. Nicht zu holen. Das heißt... Leute, gibt's denn hier keinen Plan für? Bevor ich hier ganz planlos durch die... Da kommt ein Zier. Okay. Ja, das wird lustig. Okay. Schauen wir mal. Bälle, 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 pille, palle. Und dann ist es auch noch so dunkel. Ich glaube, den Bereich kann ich jetzt erstmal hier leaven. Oder? Ich bin schon wieder hier. Leute, Leute, Leute. Wo ist mein Kumpel? Wo ist mein Kumpel? So, dann geht's hier wieder raus. So, jetzt sind wir hier. Ach, wir sind hier an der obersten Ecke. Ja. Skelettschütze, hast du was zu sagen? Ja. Aha. Hier gibt es noch was zu looten. Ich kann mich erinnern, dass irgendwo noch welche rumstanden. Ach ja, hier bin ich durch zuerst. Dann bin ich rechts rumgegangen. Hier gibt es ja noch einen alten Bogen. Jede Menge Zeug. Hier? Ja, nö. Ich hab keine Orientierung mehr. Und ich glaube, dann soll ich das auch erstmal bis hierhin lassen für die Folge, auch wenn sie etwas kürzer ausfallen sollte. Nehmt es mir nicht übel. Aber ich muss noch mal irgendwie im Off mich mal noch ein bisschen hier mit diesen unheimlichen Ruinen auseinandersetzen, damit ich weiß. Ach nee, ich muss das ja aufnehmen dabei, richtig. Hätte ja was passieren können, dass ich Prompek wieder finde. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.